Wir wissen alle, dass Sport, eine gesunde Ernährung, psychische Gesundheit, mentale Ja. Gesundheit, all diese Dinge haben einen direkten Einfluss auf das, wie wir arbeiten. Und ich lehne jetzt mich immer ganz weit aus dem Fenster und sage, das hat auch was damit zu tun, wie ich mich als Leader, als Teamlead, als Abteilungsleiter verhalte, oder? Absolut, ja. Was glaubst du denn, hat den größten Impact? Also wenn du mich um einen größten Impact fragst, dann ist es Ja. Schlaf. Okay. Hundertprozentig Schlaf. Okay. Ja. Nico, wir alle kennen den Spruch, mein Körper ist ein Tempel. Ja. Wir hatten es gerade davon. Ich habe jetzt seit ein paar Wochen mein Sportverhalten und meine Ernährung wieder umgestellt. Nicht in Vorbereitung auf das heutige Interview, ne? Das ist ganz Schade, wichtig. ich dachte schon, du wolltest vorbereitet sein für Ja, heute, ja? total. Also vielleicht war es auch so ein bisschen Selbstexperiment. Ja. Aber das Ding ist, mein Körper ist ein Tempel. Das ist schön und gut. Es gibt Yogikulturen und was weiß ich, was alles für körpernahe Religionsfanatismusgesellschaften. Wo fange ich denn da bitte an? Also hat es was mit der mentalen Gesundheit zu tun? Hat es was mit meiner physischen Gesundheit zu tun? Wie ist es mit dem Thema Ernährung? Nimm da mal kurz Stellung zu. Ja, also im Endeffekt bei allem, was du tust. Also alles, was du tust in irgendeiner Form, hat eine Auswirkung auf deinen Körper und auf deinen Geist und natürlich auch auf dein Energieniveau. Ne? Das sind so banale Dinge, klar, Essen, das Thema Sport, aber auch womit beschäftigst du dich am Tag? Ne? Gehst du einen Aufzug, nimmst du einen Aufzug, gehst du die Treppen hoch? Wie arbeitest du hier? Arbeitest du im Sitzen, arbeitest du im Stehen, machst du ab und zu mal Pause? Trinkst du genug? Also im Endeffekt, alles, was wir machen, hat in irgendeiner Form eine Wirkung auf deinen Körper. Und dann ist halt die Frage, welche Wirkung möchtest du denn erzielen und was möchtest du haben? Und wenn es dir darum geht, dich frischer, vitaler, energiegeladener zu fühlen, dann gibt es halt Sachen, die das eben unterstützen, wie zum Beispiel die Treppe nehmen. Und wenn du sagst, okay, ist mir jetzt eher egal, wie ich mich fühle, dann kannst du halt natürlich andere Gewohnheiten oder andere Verhaltensweisen an den Tag legen. Aber im Endeffekt, alles, was wir in irgendeiner Form machen, wirkt sich auf unseren Körper aus. Was glaubst du denn, hat einen größeren Impact auf das, wie ich bin? Also ich meine, wir wissen alle, dass Sport, eine gesunde Ernährung, psychische Gesundheit, mentale Ja. Gesundheit, all diese Dinge haben einen direkten Einfluss auf das, wie wir arbeiten. Und ich lehne jetzt mich immer ganz weit aus dem Fenster und sage, das hat auch was damit zu tun, wie ich mich als Leader, als Teamlead, als Abteilungsleiter verhalte, oder? Absolut, ja. Was glaubst du denn hat den größten Impact? Also wenn du mich um einen größten Impact fragst, dann ist Ja. es Schlaf. Okay. Hundertprozentig Schlaf. Okay. Ja. Soll ich es erklären? Ja, Genau. sehr gern. Also im Endeffekt, also in meiner Arbeit mit meinen Kunden, habe ich für mich so eine Pyramide definiert. Und diese Pyramide besteht aus vier Elementen. Das ist einmal die Basis der Pyramide Schlaf. Dann steht drüber die Ernährung, dann der Sport und dann das Thema Atmung. Und Schlaf bildet die Basis für alles. Das heißt, wenn ich bescheiden schlaf, nicht genug schlaf, meine Schlafqualität schlecht ist, dann bricht einfach alles andere zusammen. Dann kann ich mich noch so gut ernähren, ich bekomme nicht die Energie und die Kraft, die ich brauche. Und dann bringt mir auch der Sport nicht mehr wirklich viel und Atmen kann vielleicht noch ein bisschen retten, aber auch nicht mehr so. Ja, klar. Und das Thema ist einfach, Schlaf hat so einen wahnsinnigen Effekt auf unseren Energiehaushalt, auf unsere Gesundheit, auf die psychische Gesundheit, dass das eben diese Basis bildet. Und da ist es wichtig, dass diese Schlafmenge zum einen passt. Das ist idealerweise so irgendwas um die 7,5 Stunden, also zwischen so 7 und 8 Stunden, die sein sollte. Und neben der Schlafmenge ist einfach die Schlafqualität auch noch wichtig, weil wir haben drei verschiedene Schlafphasen. Wir haben zum einen die Tiefschlafphase, dann haben wir eine leichte Schlafphase und wir haben diese REM, also diese Traumschlafphase. Und in jeder der Schlafphasen passiert irgendwas anderes. Fangen wir an bei der Tiefschlafphase, es ist so die wichtigste und es ist auch die, die wir hauptsächlich am Anfang der Nacht haben. Was in unserem Körper passiert, da ist der Wahnsinn, weil der regeneriert sich komplett. Also man kann sagen, wir sterben tagsüber und nachts werden wir wieder geboren, weil genau das passiert mit unseren Zellen. Das heißt, Okay. nachts in dieser Tiefschlafphase werden unsere Zellen wieder aufgebaut. Und was jetzt auch die Wissenschaft herausgefunden hat, ist, dass die Zellen in unserem Kopf, also in unserem Gehirn, die schrumpfen.
Und wir haben ja in unserem Körper das Lymphsystem und im Kopf haben wir dieses glymphatische System. Das ist quasi die Müllabfuhr und die geht dann einmal, wird das Gehirn durchschwemmt und diese ganzen Abfallprodukte vom Denken tagsüber, von der Gehirnleistung, werden da rausgeschwemmt. Ne? Ach nein. Ja. Und, krass. Ja, plus Erinnerungen werden gestaut. Das heißt, das, was ich am Tag gelernt habe, wird in diese Tiefschlafphase gestaut. Dann haben wir die leichte Schlafphase, da passieren so ein paar Low-Maintenance-Sachen. Und dann die dritte Schlafphase, die ist hauptsächlich auch am Ende der Nacht, also quasi so morgens, dann meistens dann, wenn der Wecker klingelt. Die ist nochmal extrem wichtig und auch gerade für Lieder, weil dort unsere Emotionen verarbeitet werden. Das heißt, unser Gehirn durchläuft dort nochmal Erlebnisse des Tages. Allerdings fehlen die Hormone, die diese Gefühle bei uns auslösen, die während dieser Situation, diesen Emotionen durchlebt wurden. Das heißt, unser Gehirn versucht, diese Emotionen, die wir tagsüber erlebt haben, zu verarbeiten, um dann mit ihnen klarzukommen. Und das ist so das, was ich bei vielen Führungskräften feststelle. Die kürzen ihren Schlaf auf 5 bis 6 Stunden. Und dann fehlt ihnen eben diese letzte Phase des Schlafs, diese emotionale Verarbeitungsphase. Und das merkt man häufig an ihrem Verhalten. Und wenn ich dann mit den Führungskräften arbeite, sagen wir an ihrem Führungsverhalten und ihnen dann eine Art und Weise beibringe, wie sie wertschätzend Feedback geben können, dann können sie vielleicht das 1:1 verfolgen und dieses Feedback zumindest auf der Tonspur rüberbringen, also die richtigen Worte sagen. Aber emotional merkt man, dass sie es nicht ernst meinen. Und das ist eben dieses Thema, warum viele Führungskräfte oder sagen wir grundsätzlich Menschen, die so 5 bis 6 Stunden nur schlafen oder weniger, auch häufig emotional unausgelastet oder unausgeglichen sind, dass ihnen diese letzte Schlafphase fehlt, diese Traumschlafphase für die emotionale Verarbeitung. Mal ganz abgesehen davon, dass die meisten von uns, wenn sie ihren Schlaf am Tag auf 6 Stunden runtercutten würden, wahrscheinlich überhaupt nicht ausgeschlafen werden. Also ich würde gar nicht aus dem Bett kommen, wenn ich mir überlege, ich habe eine Zeit lang in meinem Leben am Ende meiner Pubertät mit 5 Stunden Schlaf überlebt. Ich bin morgens um 3 ins Bett, bin dann um 7 wieder aufgestanden, saß um 8 in der Schule. Das wäre heute gar nicht mehr möglich. Ich brauche das. Ansonsten bin ich nicht arbeitsfähig. Absolut. Aber da ist halt noch dieses falsche Verständnis durch Personen wie Barack Obama und diverse Selbsthilfebücher, die propagieren, dass 5 Stunden Schlaf funktionieren. Und ich dachte es auch mal eine Zeit lang, habe es versucht. Es hat nicht gut geendet. Deswegen, das war so der Anstoß, dass ich mich mit diesen Themen Energie und Schlaf beschäftigt habe. Und es ist, glaube ich, irgendwie unter 1% der wissenschaftlich bestätigt mit unter 6 Stunden regelmäßig Schlaf die Woche raus. Den Tag natürlich auskommt, 6 Stunden die Woche. Wenn oh Gott. Oh ja. Gott, okay. Aber deswegen ist eben, also zum einen, wie gesagt, in der Tiefschlafphase dieses Thema Wissen speichern, dann Gehirn einmal durchspülen, frisch machen für den nächsten Tag und in der Traumschlafphase, also in dieser REM-Schlafphase, dieses ganze Thema emotionale Verarbeitung plus, was in der Phase auch noch passiert ist, dort werden eben diese kreativen Verknüpfungen gemacht. Das heißt, dort versucht unser Gehirn einfach zwei Informationen, mehrere Informationen, die an verschiedenen Stellen sind, zusammen zu verarbeiten. Und im Endeffekt alles wichtige Qualitäten, die ich als Führungskraft brauche. Ich muss, sagen wir mal, sollte ein gutes Erinnerungsvermögen haben und ich sollte emotional ausgeglichen sein plus idealerweise eine Kreativität mitbringen. Und das passiert alles im Schlaf. Jetzt ist es ja so, wir haben jetzt sehr viel auch über das gesprochen oder du hast gerade viel über das gesprochen, was im Gehirn passiert. Ja. Überleitung ist nicht die beste, seht's mir nach. Vom Gehirn zur mentalen Gesundheit ist es ja nur ein sehr kleiner Schritt. Genau. Ja. Das Thema wird immer wichtiger. Vor ein paar Tagen wurde jetzt der neue Koalitionsvertrag unserer neuen Bundesregierung verabschiedet, in dem ja auch das Stigma gegenüber psychischen Erkrankungen aufgebrochen werden soll. Wie wichtig erachtest du mentale Gesundheit am Arbeitsplatz? Absolute Prio. Also im Endeffekt, wenn die mentale Gesundheit am Arbeitsplatz nicht gegeben ist, ist es wie, wenn man einen Mitarbeiter irgendwo anders gefährdet in der Produktion. Ne? Mhm. Und in der Produktion gibt es natürlich, also das Umfeld, wo ich viel unterwegs bin, da gibt es extrem viele Arbeitssicherheitsvorschriften, wie alles da zu sein hat, wie breit ein Weg in der Produktion zu sein hat, auf welcher Breite Staplerfahrer mit Mitarbeitern arbeiten muss. Man muss Sicherheitsschuhe anziehen und so weiter. Aber eben in den also nicht nur in der Produktion, sondern auch in den Bürogebäuden gibt es natürlich eben diese psychische Belastung und da gibt oder wird bisher noch zu wenig gemacht. Ja. Was glaubst du denn, wie man da auch als Teamlead, als Führungskraft drauf reagieren kann? Also nicht nur, was die eigene psychische Gesundheit angeht, sondern auch, was die Pflege der psychischen Gesundheit der eigenen Mitarbeiter angeht?
Also im Endeffekt, das Schöne ist, dieses ganze Thema Energiemanagement und psychologische Gesundheit, die sind eng miteinander verknüpft, weil die Methoden, mit denen man arbeiten kann, um mehr Energie zu bringen, sind meistens auch die Themen, die helfen, eine psychologische Gesundheit herzustellen. Also gerade wird das Schlaf natürlich, das Thema hat man gerade durch, was da alles im Kopf passiert. Ernährung, auch das Thema wieder das, was ich esse, hat einen direkten Einfluss auf meine Chemie, hat einen direkten Einfluss auf meine Psyche. Sport hat durch die Hormone und Botenstoffe, die es freisetzt und diverse Prozesse, die es freisetzt, wieder eine Auswirkung auf meine Psyche und Atmung sowieso im Sowieso, Endeffekt. ja. Weil Atmung die schnellste Art und Weise ist, eben das Nervensystem zu beeinflussen, was wieder direkt in den Kopf geht. Ja. Das heißt, zum einen natürlich auf diesen Ebenen den Mitarbeitern eine Möglichkeit geben, also quasi, dass sie genug Schlaf bekommen. Das heißt, wenn ich Mitarbeiter habe, wo ich weiß, dass sie 16 Stunden am Tag arbeiten, dann kann ich als Führungskraft mal vielleicht das Gespräch mit Ihnen suchen und schauen einmal, wie kann ich Ihnen diese Arbeitslast und den Druck wegnehmen, dass Sie so lange arbeiten. Dann das Thema Ernährung, gesunde Lebensmittel am Arbeitsplatz zur Verfügung stellen. Ein Thema, was leider extrem wenig beachtet wird. Also wenn ich ein Unternehmen bin, da ist so das, wo am frühesten gespart wird, einfach die Kantine. Also viele Unternehmen haben nicht mal eine Kantine. Dann den Mitarbeitern ermöglichen, Sport zu treiben zu können. Das heißt, entweder über irgendwelche Angebote, wo betriebliche Gesundheitsförderung, gibt es ja diverse Programme, wo man irgendwelche Fitnessstudio-Mitgliedschaften und sowas anbieten kann. Und natürlich das Thema Atmung, Bewusstsein dafür schaffen. Das ist so das eine. Und dann das andere ist natürlich auch eine psychologische Sicherheit anbieten. Das heißt auch den Mitarbeitern den Druck nehmen, zum Beispiel, dass sie keine Angst haben müssen oder keine Angst haben müssen, davor Fehler zu machen. Dass sie so akzeptiert werden, wie sie sind. Und dass sie sich nicht dafür rechtfertigen müssen. Und dass sie auch keine Angst haben müssen, Themen offen anzusprechen. Sondern dass sie wissen, sie können alles offen ansprechen. Und eben diese psychologische Sicherheit, wie das heißt, wird auch leider oder ist zu wenig Umfeldern gegeben. Weil meistens ist noch so diese Fehlerkultur, ja, keine Fehler machen. Und wenn ich einen Fehler mache, dann werde ich dafür gerügt, weil irgendjemand sucht den Schuldigen. Und eben diese psychologische Sicherheit zu bieten, dass eben Fehler keine schlimmen Konsequenzen haben, wenn sie natürlich nicht absichtlich gemacht wurden. Dass Mitarbeiter das Gefühl haben, sie dürfen offen über das sprechen, was sie bedrückt und auch diese Themen äußern, dass Mitarbeiter einfach unbedingt akzeptiert werden als Personen, wie sie sind. Egal, was sie an Ballast und an Rucksack mitbringen. Ja, sehr schön. Was lernen wir daraus? Mein Körper ist ein Tempel. Denkt nächstes Mal dran.